René. Ouais. Für mich heißt es heute Augen zu und durch, denn wir von Highway TV sind heute zu Gast beim Judo. Und ob ich den Stefan heute übers Knie legen kann, das schauen wir uns jetzt an. Ja, Stefan, erst einmal herzlichen Dank, dass wir heute von Highway TV euch ein bisschen begleiten dürfen. Ja, ich sage danke fürs Kommen, freuen uns sehr. Ja, Stefan, wie lange gibt es euch denn eigentlich schon als Verein? Wir feiern das 10-jährige Jubiläum als Judo und Freizeit Leoben. Ist so, dass bei uns im Verein einige Leute natürlich schon länger Judo machen, eigentlich bei einem anderen Verein in Leoben gestartet haben. Und es hat eine Vereinssplittung gegeben, einfach weil die Möglichkeit gegeben war. Und unser Verein Schul- und Freizeit Leoben feiert im nächsten Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Ja, Judo ist ja eigentlich eine sehr alte Kampfsportart. Worum geht es denn da eigentlich genau? Hier beim Judo schaut es so aus, dass Judo im Prinzip so rund um 1900 entwickelt wurde. Es ist eine traditionelle japanische Kampfsportart und ist im Prinzip im Japanischen aus den alten Samurai- und Shishitsu-Techniken entstanden. Beim Judo geht es darum, dass man durch Wurftechniken den Gegner auf den Rücken befördert, dafür bekommt man Punkte. Und im Newaza, also im Bodenkampf, gibt es dann auch Techniken, Hebel-, Würge- und Festhaltetechniken, mit denen ebenso Punkte erzielt werden können. Und ich sehe, du bist ja schon richtig gekleidet auch. Was braucht man denn fürs Judo denn eigentlich an Ausrüstung? Das ist beim Judo relativ simpel. Wir brauchen beim Judo genau das, was ich anhabe. Wir haben einen Kimono, einen Gürtel und eine Hose. Und das ist im Prinzip genug fürs Judo. Und die Gürtel haben ja verschiedenste Farben. Was bedeuten die Farben? Also mit den Farben, der Gürtel hat Folgendes auf sich: je dunkler die Farbe der Gürtel, umso weiter der Ausbildungsgrad des Sportlers. Das heißt, die Sportler starten mit einem weißen Gürtel und arbeiten sich dann über Gelb, Orange, Grün, Blau und Braun bis hin zum Schwarzen, zum Sensei-Grad hinauf. Und im Hintergrund sehen wir schon fleißig die Sportler bei den Aufwärmübungen und ich sehe, ihr seid ja in allen Alterskategorien stark vertreten. Genau, im Prinzip haben wir im Training zwei Gruppen. Wir haben die reinen Anfänger, wo wir am Donnerstag das Training haben und so wie heute, beziehungsweise heute am Mittwoch und auch am Montag, die fortgeschrittenen Gruppe, wo auch zwischen jüngeren Sportlern bis hin zu unseren Langgedienten, sagen wir so, alles vertreten ist, das wirklich die Wettkampfgruppe ist, die auch schon an Wettkämpfen teilnehmen. Und wie lange dauert eigentlich so eine Wettkampfsaison und wie viele Wettkämpfe gibt es da im Jahr? Saison in dem Sinn eigentlich gar nicht. Also wir haben heuer auch noch zwei Turniere am Programm, starten im nächsten Jahr dann bereits im Jänner wieder mit den Wettkämpfen. Es ist aber so, dass das Ganze nach Altersklassen aufgeteilt ist. Also ob zum Beispiel die Jugend- bzw. Juniorensportler im Bereich zwischen U18 bis U23 ihren Saisonhöhepunkt von, wenn man jetzt sagt, Mitte Mai bis Ende September, also eigentlich über die Sommermonate. Und die Sportler, die im Prinzip noch bei jüngeren Altersklassen antreten, haben über das ganze Jahr verteilt Turniere. Und wenn man jetzt Lust und Laune bekommen hat aufs Judo, wo kann man sich bei euch melden und wo findet man euch? Im Prinzip ist es am leichtesten, einfach beim Training einmal vorbeizukommen. Wir trainieren Montag, Mittwochs und Donnerstags jeweils um 17 Uhr in den Kammersälen in Leoben in Donauwitz. Ja, Stefan, und ich habe jetzt aber richtig Lust aufs Judo bekommen. Ja, das ist perfekt, weil nachdem wir natürlich wissen, dass ihr von Highway TV immer da hingeht, was richtig weh tut, haben wir natürlich die richtige Adjustierung für dich schon vorbereitet und da hat uns gefreut, wenn du uns beim Training ein bisschen unterstützen würdest. Perfekt, aber Stefan, du weißt, es muss nicht richtig weh tun. Das schauen wir dann schon. Der Stefan wird mit der Julia einen Ogoshi vorzeigen. Das ist einer der ersten Würfe im Judo-Programm, den wir den Kindern beibringen. Das ist ein Hüftwurf, greift mit der rechten Hand um die Hüfte, mit der linken macht einen Gleichgewichtsbruch, nennt sich Kutsushi. Noch einmal zur Demonstration, schön die Hüfte hinein und drüber werfen. Der Stefan wird uns in einem anderen Wurf zeigen, einen Osotogare. Das ist ein Wurf nach hinten. Jetzt übernimmt Julia das Kommando. Sie wird unseren Stefan mit einem Seonage werfen und versuchen, ordentlich auf die Matte zu bringen. Den Stefan habe ich zwar nicht übers Knie gelegt, aber dafür über die Schultern. Bis zum nächsten Mal.